Ich gehe gleich Patten trainieren, aber bevor ich das tue, werde ich diesen Ball schön bemalen. Der Grund, warum ich das tue, in Knallrot, zeige ich dir gleich. Ich werde dir gleich zwei Putts zeigen aus 1 Meter Entfernung mit zwei ganz anderen Techniken bzw. Schwungrichtungen. So, hoffentlich werden beide Bälle reinrollen, aber schaue, ob du irgendwas siehst. Das mache ich noch ein zweites Mal. So, wie du gesehen hast, die Schwungrichtung war beim ersten Putt ganz stark von rechts nach links und dann beim zweiten stark von links nach rechts. Beide sind reingegangen. Wie kann das sein? Das kann sein und ist so, weil die Schlagfläche genau zum Ziel im Treffmoment gezeigt hat. Das ist ein gerader Putt, da ist kein Gefälle, aber ich habe einfach dafür gesorgt, dass meine Schlagfläche Richtung Ziel zeigte und ich machte meine Putts. Und meine Putts waren nicht perfekt. Die Schwungrichtung stimmte gar nicht. Aber der Ball ging ins Loch. Und ich denke, wir alle können davon sehr viel lernen. Und das, was wir lernen können, ist eine Sache. Du musst dafür sorgen, dass die Schlagfläche beim Ansprechen des Balles zu deinem Ziel zeigt. Du hast dann super gute Chancen, bei Putts unter 2 Meter den Ball ins Loch zu bekommen. So, was ich dir vorschlage, ist eine Linie zu verwenden. Die Linie auf dem Ball, auf den meisten neuen Bälle, die man heutzutage kauft, gibt es einen Strich. Und diesen Strich habe ich richtig ausgestreckt, indem ich das zusätzlich mit Rot bemalt habe. Gib dir Mühe, den Ball richtig zum Loch auszurichten. Natürlich brauchst du ein Geldstück oder irgendwas zum Markieren, während du den Ball zum Loch ausrichtest. Okay, diese rote Linie zeigt jetzt genau auf das Loch. Zumindest hoffe ich das. Ich schlage vor, dass du immer kurz nach Ausrichten des Balles dahinter schaust, um zu sehen, ob die Linie stimmt. Wenn die Linie nicht stimmt, dann hat man nicht wirklich Zeit, das wieder zu drehen, den Ball. Dann musst du einfach wissen, aha, ich muss etwas mehr nach rechts ziehen oder etwas mehr nach links ziehen. Aber diesen Ball habe ich perfekt ausgerichtet. Und alles, was ich jetzt machen brauche, ist es, mein Patte, also die vordere Kante und Ball, so zueinander auszurichten, dass es einen Rechtwinkel bildet zwischen dieser Linie und die Schlagflächestellung. Was ich extra gemacht habe, ich habe ein Patte gekauft, ein Odyssey, mit einer ganz langen Linie auf dem Patte. Und so kann ich viel besser meinen Patte zum Ball ausrichten, dass die rote Linie und die Linie auf dem Patte eine gerade Linie ist. So, ich mache jetzt den Putt und ich weiß, dass ich super gute Chancen habe, den Ball zu lochen. So, manchmal machen wir das Golfspielen zu kompliziert. Es ist sehr machbar, es ist sehr umsetzbar und beim Putten, bei den kurzen Putts, ist die Ausrichtung absolut der wichtigste Faktor. Viel Erfolg wünsche ich dir und bitte, falls du Golfen mit Freude noch nicht abonniert hast, ich freue mich, dich dabei zu haben und sehr bald fängt meine nächste Golfreise an. Vielleicht möchtest du auch damit.